Der oder das Barock, beides ist richtig, ist eine Epoche zwischen 1600 und 1750, heißt italienisch Barocco die ungeschliffene Perle. Und Sie kennen wahrscheinlich den Ausspruch Carpe diem, ergreife oder benütze den Tag, die Gelegenheit, den Augenblick. Und dieses Sprichwort geht wahrscheinlich dialektisch zurück auf die Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges, wo Gut und Böse, Sein und Nichtsein sehr nahe aufeinander war. In der Kunst wird die Oper als Gesamtkunstwerk verstanden, als Mischung zwischen Dichtung, Gesang, Musik und Malerei. In der Harmonielehre verdrängen Dur und Moll die Kirchentonarten des Mittelalters und der Renaissance. Die Monodie wird modern. Das ist vor allem für die Oper wichtig. Und der Generalbass, die Harmonielehre, wo sich alles auf einen Basston bezieht, wird jetzt so modern, dass man auch vom Barock als Generalbasszeitalter spricht. Sehen wir uns nun eine Monodie an in Form eines Secco-Rezitatives. Ein Secco-Rezitativ hat eine Gesangsstimme und eine Basslinie. Zur Basslinie gehören die Instrumente, also ein Bassinstrument, entweder Violoncello oder auch Fagott und ein Harmonieinstrument, wie zum Beispiel Orgel. Oder in unserem Beispiel, das wir gleich hören werden, Laute. Hören wir uns das mal an. Ich werde einen eigenen Film machen zum Thema Generalbass, aber nur so viel. Wir sehen, dass die Singstimme über E, Gis nach H einen E-Dur-Akkord singt. Und der Bass ist nicht im Grundton E, sondern als erste Umkehrung von E-Dur wäre das E über Gis. Weil im Bass haben wir ein Gis oder anders gesagt, generalbasstechnisch von einem Gis eine Sext aufwärts gedacht zum Grundton E. Ein Accompagnato-Rezitativ wäre ein ausgeschriebenes Rezitativ für mehrere Instrumente. Eine Arie ist ebenfalls eine Monodie für Orchester und eine Singstimme. Da geht es vor allem um Gefühle. Und alle diese Gattungen gehören zur großen Gattung Oper. Zwei neue Gattungen kristallisieren sich heraus im Barock. Das eine ist das Concerto Grosso. Da spielt eine kleine Gruppe, das Concertino, gegen eine große Gruppe, das Tutti. Wenn die kleine Gruppe sogar nur noch eine Person ist, also ein Individuum, spricht man von Solo gegen das Tutti. Und das wäre dann das Solokonzert. Hier ein Ausschnitt aus einem Flauto Traverso-Konzert von Georg Philipp Telemann. Weitere Gattungen des Barock sind die Suite, die Sinfonia, was nicht dasselbe ist wie die klassische Sinfonie, eher im Stile einer
Oper oder Oratoriumsouvertüre, das Oratorium als Gegenstück zur Oper, die Messe und am Hofe auch Tanzmusik. Einer der ersten Musikgenies war Claudio Monteverdi. Er fasste alles, was die Renaissancezeit hervorgebracht hat, zusammen und schaute sogar in die Zukunft des Barock. Er steht so am Scheidepunkt zwischen Renaissance und Barock. Johann Sebastian Bach ist wahrscheinlich der größte Kontrapunktiker aller Zeiten, hat sehr viele Fugen geschrieben und über 200 Kantaten für die Kirche. Antonio Vivaldi hatte den Übernamen der Rote Priester, weil er rote Haare hatte. George Frederick Handel, Georg Friedrich Händel, war ein sehr oder ist ein be sehr berühmter Opern- und Oratoriumkomponist. Und Arcangelo Corelli hat wunderbarste Concerti Grossi geschrieben. Das war ein kleiner Überblick über das Barock.